Fragen, Thomas Sendemann. Jetzt möchte ich ganz kurz den Herrn Schwerlich, es ist ja Norbert Schwerlich, genau, der Vorsitzende des DGB Emscher-Lippe, der uns auch aus der Stillzeit gesagt hat, das, was ihr tut, ist eine vernünftige Sache. Ein gutes Grußwort haben wir mit der Freundin. Ja, sehr gerne. Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrter Herr Bürgermeister, lieber Luther, als du gefragt hattest, ob wir uns teilen an dieser Initiative, haben wir sehr schnell und sehr gerne zugesagt. Also alternative Verkehrskonzepte, insbesondere der Fahrradverkehr ist natürlich auch auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die Berufspendlerinnen und Berufspendler sind wichtig, um Alternativen zu finden zum Auto. Das geht aber nur mit ausgebauter und vielleicht auch mit neuen Investitionen bedachten Infrastruktur. Insofern ist auch das ein Teil unserer Forderung des DGB, alternative Verkehrskonzepte möglichst gleichberechtigt zu gestalten. Das heißt, ganz im entschiedenen Sinne, dass auch Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gleichberechtigt am Fahrradverkehr teilnehmen. Das ist eine Frage von der Lebensqualität, das ist aber insbesondere eine Frage von Sicherheit. Von daher sind wir für die Initiative mit Ihnen mal sehr dankbar und hoffen, dass das schon mal war. Herzlichen Dank.